Hallo und herzlich willkommen zu meinem World of Warcraft Einsteiger-Video. Das richtet sich vor allem an die, die bisher in kleineren MMOs unterwegs sind, so wie ich. Ich spiele gerade relativ viel Metin 2. Und es richtet sich auch an die, die einfach vor 10 Jahren mal WoW gespielt haben und jetzt ready sind, mal wieder so richtig Spaß zu haben und einzusteigen. Warum World of Warcraft? Es ist ganz klar das wahrscheinlich größte MMO auf dem Markt und damit natürlich auch eins der besten, ganz klare Sache. Ich selbst habe sehr viele Jahre WoW gespielt, inzwischen sind es bestimmt 10 Jahre. Ich habe Hardcore, ich habe Casual gespielt, ich habe PvE und PvP gespielt, also ich habe eigentlich alle Facetten des Games mal gesehen und bespielt. Und ich habe so gut wie alle Klassen und Specs schon gespielt, deswegen bin ich wahrscheinlich für das Video schon der richtige Mann. Zu WoW selbst, das ist ein Spiel, das im Endgame erst richtig beginnt. Das heißt, wenn ihr euch einloggt und Level 1 seid, dann spielt ihr jetzt noch nicht das, was ihr den Rest des Jahres spielen werdet, sondern die Leveling-Phase von Level 1 bis zum aktuellen Max-Level ist nur ein Mittel zum Zweck. Die dauert auch nicht lange, je nachdem, ob ihr euch hochcasht, ob ihr effizient spielt, ob ihr chillt, braucht ihr, keine Ahnung, vielleicht zwischen 10 und 20 Stunden. Ich weiß nicht genau, wie die Zeiten liegen, auf jeden Fall ist es nicht lang. Ihr könnt sogar den gesamten Prozess skippen und euch einfach kurz vors Max-Level hochboosten. Das Einzige, was immer ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, sind einfach die letzten 10 Level. Denn dann seid ihr quasi im aktuellen Patch angekommen. Dann möchte das Game euch in den Patch reinbegleiten, zeigt euch die ganzen Funktionen, was ist neu, zeigt euch die ganze Story und so weiter. Deswegen sind die letzten 10 Level deutlich länger. Hier sprechen wir von ungefähr 1 Stunde pro Level. Aber das macht ja auch Spaß. Also ist nicht so, dass es ein endloser Grind ist, wie in anderen Games, wo ihr einfach nur 28.000 Spinnen tötet, bis ihr auf Max-Level seid. Nein, ihr macht hier Quests, ihr habt eine Story, ihr habt Spaß. Das ist einfach viel, viel, viel angenehmer als in anderen Games. WoW ist auch ein Spiel, in dem der soziale Aspekt äußerst wichtig ist. Also wenn ihr vorhabt, alleine abends eine Stunde zu spielen, dann werdet ihr mit WoW vermutlich nicht glücklich. Es ist wahrscheinlich immer noch besser als vieles der Konkurrenz, was MMORPGs angeht. Aber um das meiste aus dem Spiel rauszuholen, um richtig Spaß zu haben, solltet ihr immer den sozialen Aspekt mitnehmen. Das heißt, wenn ihr mal Richtung Endgame angekommen seid, sollte es in Richtung Gilde gehen oder zumindest Freunde machen. Also ich habe viel mit einem Kumpel gespielt. Grüße gehen raus an David. Es macht viel mehr Spaß, als alleine zu spielen. Und in der Gilde, wenn ihr euch die Teammates so ein bisschen aussuchen könnt, wenn ihr heute mal mit dem und morgen mal mit dem spielt, macht das immer extrem Bock und ist viel, viel, viel angenehmer, als wenn ihr die ganze Zeit euch Randoms sucht, nur schreibt, nie im Voice seid und so weiter. Deswegen empfiehlt sich da ganz klar, immer den sozialen Aspekt komplett mitzunehmen, so wie es sich für ein MMORPG auch einfach gehört. In dem Video selbst fangen wir damit an, wie ihr das Spiel überhaupt runterladet. Ist total einfach, also macht euch da keinen Stress. Dann gehen wir auf die verschiedenen Spielversionen ein. Der Fokus liegt hier ganz klar auf Retail. Retail ist die aktuelle Version, also das fortlaufende Spiel, wie es immer weitergeführt wird. Es gibt einige ältere Versionen, wie ihr quasi in die Vergangenheit zurückgeführt werdet, die spiele ich nicht und auf die gehe ich auch nicht ein. Danach gehen wir auf alle Klassen kurz ein, damit ihr einfach wisst, wie ihr am besten durchstarten wollt. Und dann geht es Richtung Levelphase, Endgame, PvE und PvP. Wir fangen ganz kurz mit dem Client an. Also es ist natürlich super, super einfach, einen Account zu erstellen. Ihr geht hier einfach auf Account erstellen, dann ladet ihr den Launcher runter. Und im Launcher könnt ihr euch dann entscheiden, welche Spielversion ihr spielen möchtet. Wählt dann die aus, die für euch zusagt. Wie gesagt, in dem Video geht es um Retail, deswegen wird hier Retail ausgewählt. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Um ganz kurz auf die verschiedenen Versionen einzugehen. Wie gesagt, Retail, das aktuelle weiterführende Spiel, wie es immer weitergeht, wie die Story voranschreitet. Dann gibt es World of Warcraft Classic. Aktuell, ich meine Cataclysm. Das ist eine alte Version, die gab es vor vielen Jahren mal, die kann man jetzt quasi wieder neu spielen. Ich empfehle es nicht, ich würde einfach das aktuelle Spiel spielen. Das Spiel hat sich ja immer weiter und weiter verbessert. Ganz früher war es zwar mal sehr geil, aber Cataclysm ist eigentlich schon der Punkt, wo das Spiel Stück für Stück schlechter wurde. Dazu gibt es zum Beispiel noch Classic Hardcore, das ist eine Version, könnt ihr vergleichen mit der Iron Man Challenge, falls einem das was sagt. Das heißt, in dem Moment, wo ihr sterbt, dürft ihr nicht mehr weiterspielen und müsst einen neuen Char machen.
Das heißt, ihr seid immer extrem vorsichtig und da gibt es dann immer ganz lustige Videos, wie 40 Mann-Raids wipen und alle ihre Accounts quasi verlieren, also ihre Chars danach nicht mehr spielbar sind. Es ist einfach ein ganz anderes Spiel, ist nicht wirklich vergleichbar mit dem Retail, wie ich es hier spiele und worauf ich jetzt eingehen werde. Als nächster Schritt gilt es, eure Klasse auszuwählen. Und dieser Schritt ist äußerst wichtig, deswegen werde ich jetzt auch auf jede Klasse mal eingehen und ein bisschen drüber sprechen. Aber ihr müsst auch wissen, diese Entscheidung ist nicht final, die bindet euch nicht wirklich. Die Levelphase in dem Game ist so schnell und Equipment, Gear ist so irrelevant, dass ihr eigentlich jederzeit hergehen und einfach eine neue Klasse machen könnt und am besten auch mal ein paar verschiedene ausprobieren solltet, bevor ihr euch dann am besten für eine entscheidet. Klar, so wie in allen anderen Games gilt hier auch, wenn ihr euch für eine entscheidet und euch auf eine fokussiert, dann werdet ihr entsprechend immer besser und besser und habt schnelleren Progress. Aber ihr solltet auf jeden Fall immer den Spaß haben im Spiel. Ihr solltet Spaß haben und eure Zeit enjoyen und dafür auch mal ein paar Klassen ausprobieren und dann die beste wählen, die euch am meisten zusagt. Oder ihr macht so wie ich und spielt die Klasse, mit der ihr am meisten Rating erreicht habt. Aber das ist ein anderes Thema. Und da kommen wir auch kurz noch zum Punkt Charakter Progression. Also euer Charakter, der levelt ja, wird immer stärker, bekommt besseres Equipment und so weiter. Aber ihr müsst auf jeden Fall verstehen, World of Warcraft ist ein Skill-based Game. Das bedeutet, ihr müsst immer versuchen, im Game besser zu werden. Das Equipment kommt nebenbei von ganz alleine. Das Equipment spielt wirklich so gesehen keine Rolle, denn wenn ihr einmal wirklich gut seid, dann ist es überhaupt kein Thema. Das Equipment kommt immer von alleine. Natürlich werdet ihr stärker, umso besser das Equipment wird. Aber im Endeffekt sollte der Fokus immer nur auf Improvement liegen, dass ihr im Game besser werdet. Generell bedeutet das auf jeden Fall, ihr müsst eure Klasse verstehen und lernen. Ihr müsst so viel Schaden, so viel Heilung oder halt so viel Tankiness fahren, wie nur irgendwie möglich. Und dann im zweiten Punkt dreht sich ganz viel um die Mechaniken. Zum einen in Dungeons und Raids, dass ihr lernt, wie die Bosse funktionieren, Bossmechaniken lernt. Und im PvP geht es einfach darum, dass ihr halt Positioning lernt, bisschen versteht, wie andere Klassen funktionieren. Ihr müsst nicht alles im Detail wissen, ihr müsst nicht wie in League die Range von jeder Ability kennen. Keineswegs. Ihr müsst einfach nur ein bisschen die Fundamentals lernen und dann passt das auch schon. Es gibt zwar ein Auktionshaus, in dem könnt ihr euch auch Equipment kaufen, aber das allermeiste Equipment droppt, während ihr spielt im PvE und PvP. Und dann könntet ihr zum Beispiel, wenn euch noch ein, zwei Items fehlen, euch diese Items noch im Auktionshaus kaufen, damit einfach euer Equipment auf einem Stand ist. Aber ihr könnt es euch auch sparen. Also es gibt nicht wirklich einen Grund, jetzt hier groß ins Auktionshaus einzusteigen. Bringt einfach nichts. Also ich würde nicht anfangen, Equipment zu kaufen. Ihr müsst zwar euer Equipment verbessern, also es gibt so ein paar Verzauberungen und so, aber die kosten so unglaublich wenig Gold, dass ihr da eigentlich nie Probleme habt, euch die kurz zu kaufen. Das ist überhaupt kein Thema. Ihr dürft nur nicht anfangen, für hunderttausende Gold irgendwelche einzelnen Pieces zu kaufen, die dann in der nächsten Dungeon noch eine noch bessere Version für euch droppen und dann habt ihr es umsonst gekauft. Und dann steigen wir jetzt schon mit den Klassen ein. Für 95% der Spieler ist die Meta nicht wirklich wichtig. Also es gibt zwar immer eine Meta, es gibt auch immer Klassen, die sind ganz oben und welche, die sind ganz unten, aber ihr müsst verstehen, dass zum Beispiel der Schadensunterschied zwischen der besten und der schlechtesten Klasse, die liegt bei vielleicht 10%. Und diese 10%, die merkt ihr nicht. Denn ein guter Spieler, der macht mit dem gleichen Equipment 30, 40% mehr Schaden als ein nicht so guter Spieler. Also es dreht sich hier wirklich alles drum, gut im Game zu sein. Ihr müsst nicht die beste Klasse spielen und ihr müsst auch nicht das allerbeste Equipment euch kaufen. Ihr müsst wirklich das spielen, was euch Spaß macht und das dann durchziehen. In WoW gibt es die Rollen Tank, Heiler und DPS, so wie man es kennt, die klassischen drei. Ich gehe hier vor allem auf DPS ein, denn die Heilerklassen sind alle ähnlich, die stehen hinten und heilen. Die Tanks sind auch alle ähnlich, die stehen drin, machen Damage und versuchen nicht zu sterben. Aber die DPS-Klassen, die haben halt alle ihre Identität. Ich gehe auch kurz auf die Heiler- und Tank-Identitäten ein. Die unterscheiden sich natürlich auch ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht crazy, deswegen liegt der Fokus hier auf den DPS-Klassen. Ich werde auch auf die Mobility der einzelnen Klassen eingehen, denn die gehört einfach zur Identität der Klassen dazu und im PvP ist sie äußerst wichtig.
Aber man muss ganz klar sagen, im PvE ist es nicht so schlimm. Also wenn ihr jetzt in einer Dungeon drin seid, es interessiert euch eigentlich nicht, ob ihr jetzt eine hypermobile Klasse habt oder ob ihr eine relativ unmobile Klasse habt, ist euch in der Dungeon eigentlich relativ egal und im Raid genauso. Wir fangen an mit den DPS-Klassen, mit den Melee-Klassen und ich fange ja auch mit der spaßigsten an. Ich denke, die allermeisten Spieler werden sich hier einig sein. Der Demon Hunter ist dafür bekannt, die coolste Klasse im Game zu sein. Also, ich habe schon von so vielen Spielern gehört, dass der Demon Hunter einfach so viel geiler ist als alles andere. Das kracht. Also, das liegt vor allem daran, dass diese Klasse so unglaublich viel Mobility hat. Der jumpt dir das ganze Universum und hat dabei damage-technisch überhaupt keine Nachteile. Der hat ein bisschen Burst, der hat guten, konstanten Schaden und eine sehr angenehme Rotation. Und vor allem ist er halt so unglaublich mobil und jumpt durchs ganze Universum. Und der soll wirklich unglaublich viel Spaß machen. Und jeder da draußen, der vorhat, ein Melee anzufangen, also eine Nahkampfklasse anzufangen, sollte sich den Demon Hunter im Hinterkopf behalten. Den kann man, glaube ich, nicht mit Level 1 erstellen. Den kannst du, glaube ich, erst erstellen, wenn dein erster Char ein bisschen höher ist. Aber den würde ich immer im Hinterkopf behalten. Der soll so fucking geil zu spielen sein. Und ich habe ihn auch gespielt und ich kann dem nur zustimmen. Es ist extrem geil. Ich habe jahrelang DK gespielt. Ich habe viele Monate Warrior gespielt. Das ist so die Melee-Konkurrenz. Und der Demon Hunter spielt sich einfach viel besser. Also einfach eine geile, geil designte Klasse. Dann haben wir den Rogue. Das ist die Assassin-like Klasse. Mit Unsichtbarkeit, Stealth, greift dich dann von hinten an und so weiter. Ist auch sehr, sehr geil zu spielen. Die Identität spürt ihr aber nur im PvP wirklich. Also im PvE ist es wieder nicht so schlimm. Also da haut er einfach drauf. Hat auch wieder damage-technisch keinen Nachteil. War sogar schon oft Meta. Also der Rogue ist wirklich richtig gut, obwohl er eigentlich im PvP Damage einbüßt. Dadurch, dass er im PvP so viele Stunts, so viel Kontrolle mitbringt, büßt er da eben den Damage ein. Und im PvE so überhaupt nicht. Im PvE rotzt er einfach alles weg, so wie alle anderen Klassen auch. Dazu büßt er noch Survivability ein. Auch das merkt ihr im PvE eher weniger, aber im PvP merkt ihr es signifikant. Da gibt es drei Specs. Das eine ist der Täuschungsschurke. Das ist der wirklich ganz, ganz viel Kontrolle hat und sehr viel Single-Target-Damage. Dann gibt es den Meucheln-Schurken. Der arbeitet über Gifte, also über Damage over Time. Und hat auch sehr, sehr, sehr viel Single-Target-Damage, aber zum Teil auch sehr guten Spread-Damage. Also zwei, drei Leute zu giften funktioniert sicherlich auch. Dazu gibt es noch den Outlaw-Rogue. Der hat ein bisschen mehr Mobility, aber spielt sich ein bisschen komisch. Also der hat sogar Range-Abilities. Der spielt sich wie so ein Pirat, wie so ein Gangplank. Dann haben wir den Todesritter. Das war für viele Jahre meine Main-Klasse, auf der ich auch sehr weit gekommen bin. Da haben wir zum einen den Unholy Spec, das ist der Seuchen- und Pet-Spec, also Damage over Time, konstanter Schaden über Pets und so weiter. Tatsächlich in der Realität ist das gerade eine sehr bursty Klasse, aber rein von der Identität ist das eigentlich eine Klasse, die viel Schaden über Zeit macht. Und dann gibt es den Frost Decay, der hat quasi Abilities, die extrem hart hitten, eine davon heißt Auslöschen. Und ja. Die hauen dann extrem hart rein, kommen dann auch riesige Zahlen zustande und diese Klassen sollten eigentlich die Bursty-Klassen sein. Aber in der Praxis aktuell ist Unholy irgendwie komisch, habe ich gehört. Und deutlich mehr Bursty als der Frosty-K. Dann haben wir den Krieger. Das ist wirklich die reine Hau-drauf-Klasse, so wie man ihn sich vorstellt. Der hat keine wirklichen Range-Fähigkeiten, während zum Beispiel der DK noch ein bisschen aus der Range arbeiten kann. Kann der Krieger das nicht? Der muss dran sein, der muss dran kleben, Damage machen. Hat keine super crazy Mobility. Er hat natürlich ein bisschen Mobility. Er kommt schon ran an seine Ziele. Aber er muss seine Mobility schon gut planen. Während er mit dem Demon Hunter durchs ganze Universum springt, muss der Krieger schon genau wissen: okay, jetzt springe ich drauf und jetzt besser nicht. Zumindest was PvP angeht. Dann gibt es den einen Spec, der hat eine Zweihandwaffe an und klatscht dann extrem rein, macht hohe Zahlen. Und dann gibt es den anderen Spec, der hat zwei Zweihandwaffen an, der Fury Spec. Und zwei Zweihandwaffen sieht halt schon extrem geil aus. An sich ist es so, der eine Spec, der baut Wut auf und versucht sich immer Wut zu saven für die wichtigen Abilities, während der andere Spec nur versucht, seine Wut rauszuhauen, so schnell wie es geht.
Aber ja, spielt für euch in dem Stage noch keine Rolle. Dann haben wir den Mönch. Der spielt sich sehr ähnlich wie der Krieger. Also der kann nur aus dem Nahkampf wirklich was machen. Er hat Energie als Ressource, so wie der Rogue. Also quasi, wenn man dran ist, drückt man 3-4 Tasten und dann ist die Energie theoretisch leer. In der Praxis hat er schon auch eine relativ cleane Rotation und ist nicht gleich out of energy. Aber so rein vom Prinzip sind das eigentlich Klassen, die rankommen, 3-4 Tasten drücken und dann kein Damage mehr haben, weil die Energie leer ist. Aber gut, auch er hat extrem gute Mobility. Aber ich für mich finde die Mobility etwas clunky. Ich habe ihn versucht zu spielen. Das Ding ist, er hat halt so komische Rollen, die man nicht wirklich abbrechen kann. Das heißt, wenn du halt zu weit rollst, bist du halt zu weit gerollt. Während der Krieger zum Beispiel auf den Gegner draufjumpt, ihn uncharged und dann immer auf dem Gegner drauf ist. Der Krieger kann nicht aus Versehen quasi daneben springen. Wird sehr schwierig in der Umsetzung. Und das waren jetzt schon die klassischen Melees. Es gibt jetzt noch einige Klassen, die in mehreren Kategorien vertreten sind. Die nennen sich hybride Klassen. Und bei den hybriden Klassen haben wir zum einen den Verstärker-Schamanen. Der haut mit so Elementarfähigkeiten zum Großteil aus der Midi-Range drauf. Also der hat dann so Sachen wie Lava-Peitsche und gleichzeitig aber auch den Blitzschlag, was wieder eine Range-Fähigkeit ist. Das heißt, der hat zwar sehr viel Melee und will auch in Melee-Range stehen, aber kann auch aus der Range relativ gut arbeiten. Was diese Klasse ausmacht, ist extrem hoher Burst. Also wirklich insaner Burst. Auch der Monk übrigens hat extrem krassen Burst. Dann haben wir den Wildheit-Druiden. Der Druide, wie man es kennt, kann sich in verschiedene Tiere verwandeln. Der Wildheit-Druide verwandelt sich in eine Katze. Sieht eher aus wie ein Löwe, würde ich sagen. Die Katze macht vor allem Blutungsangriffe. Das ist wieder Damage over Time, also Dot-Effekte. Das heißt, du machst 3-4 verschiedene Blutungen auf den Gegner drauf und dann stirbt er quasi an den Blutungen. Und auch der hat Energie. Also im PvP zum Beispiel könntest du hergehen, deine Blutungen drauf machen und dann erstmal wieder ein bisschen kiten und wegrennen und so. Im PvE hat der ganz klar einfach eine Rotation, die er fährt und fertig. Auch hier, dadurch, dass es eine Katze ist, natürlich extrem hohe Mobility. Kannst die quasi nicht routen. Aber dafür wenig Survivability im PvP. Und ja, das ist halt schon ein großer Nachteil, was PvP angeht. Dann haben wir den Red Paladin. Das ist ähnlich wie der Schamane, auch wieder ein Melee, der einige Range-Angriffe hat. Der greift mit so Lichtzeug an und hat auch extremst kranken Burst. Tatsächlich ist der gebalanced dadurch, dass er wenig Mobility und schlechte Survivability hat. Und dadurch hat er aber extrem kranken Burst und gleichzeitig extrem hohen konstanten Schaden. Zumindest im PvP. Und das macht die Klasse wirklich aus, dass er einfach dran steht wie so eine Wand und alles wegprügelt. Dann haben wir noch den Survival Hunter, der klassische Jäger, eigentlich ein Fernangreifer, war auch sehr, sehr lange Zeit nur Fernangreifer und jetzt auf einmal hat er ein Midi-Spec bekommen. Fragt mich nicht warum, war echt nicht notwendig. Der greift an mit Fallen und auch ein bisschen Damage over Time, hat auch relativ guten Burst. Und ganz, ganz wichtig, im PvP hat er extrem viel Kontrolle, also viele Stunts, viel CC. Das war's dann auch schon mit den Melees. Dann gehen wir jetzt zu den Range DPS. Da fangen wir an mit der wahrscheinlich spaßigsten Klasse, aber jetzt nicht mit so einem riesen Unterschied wie beim Demon Hunter, sondern eine objektiv beurteilt wahrscheinlich spaßigste Klasse ist hier der Mage, der klassische Magier. Wir haben hier drei verschiedene Specs. Das ist einmal der Frost-Spec. Wie man es schon hört, ist der im PvP sehr auf Kontrolle aus, weil er eben die Gegner einfrostet, sie verlangsamt. Dann gibt es den Feuerspec, der ist extrem bursty, also alle eine Minute knallt er dich komplett weg, das kracht. Und dann gibt es noch den Arkanspec. Früher war der angedacht als aufbauender Spec. Der hat quasi so Stacks, dass er immer mehr und mehr Schaden macht und dann quasi gegen Ende halt richtig viel Schaden macht. Mittlerweile ist es leider nicht mehr so. Mittlerweile knallt er dir irgendwas um die Ohren, dann macht er gerade Damage und dann macht er wieder eine Minute lang kein Damage. Keine Ahnung. Also der Arcan-Spec ist für mich nur noch so ein Meme-Spec. Dann ganz wichtig, der Magier hat auch extremst kranke Mobility. Also von allen Range-Klassen macht den Magier eins vor allem aus, dass er extremst heftige Mobility hat und wirklich alles und jeden eigentlich kiten kann. Sehr, sehr schwierig, den klein zu kriegen. Aber es lohnt sich trotzdem oft, den Magier durch die ganze Arena zu jagen.
Einfach nur, damit er nicht anfängt, dich hops zu nehmen mit seinen Fähigkeiten. Dementsprechend ist aber das Gameplay bei Range DPS ganz klar im PvP wegrennen. Keine Frage. In dem Moment, wo ihr Range DPS seid, ihr tankt die Melees nicht. Ihr kitet die Melees im PvP. Das ist äußerst wichtig. Wenn ihr das nicht macht, sterbt ihr einfach. Aber sie sind wie gesagt auch alle gebalanced. Also auch im PvP ist alles sehr, sehr hart gebalanced. Das heißt, alle Range-Klassen sind spielbar. Dann haben wir den Hexenmeister. Im Gegensatz zum Mage ist der nicht mobil. Also er ist wirklich das genaue Gegenteil. Eine extrem unmobile Klasse. Aber dafür macht er unglaublich harten Damage. Also es gab wirklich Zeiten, da konnte der auch mal kurz ein paar Melees wegtanken, weil er so viel Schaden gemacht hat, dass die Melees gestorben sind, bevor er gestorben ist. Ich glaube, ganz so krass ist es jetzt nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied zum Mage. Wenn ihr den stehen lasst, der knallt euch komplett weg. Ist auch ein Grund, weshalb er oft gefokust wird. Also ich würde jetzt einem Anfänger nicht empfehlen, Warlock zu spielen. Ihr werdet einfach überrannt von allen Melees und kommt nicht auf euer Leben klar. Ich habe selbst sehr viel Hexer gespielt, war auch eine meiner besten Klassen. Und ja, das hat einfach komplett reingeknallt. Aber ihr müsst das Spiel wirklich verstehen als Warlock und als Mage. Da gibt es zum einen den Zerstörungshexer. Das ist der bleibt quasi stehen, castet langsam. Und wenn die Casts durchkommen, knallt er euch komplett weg. Dann gibt es den Dämonologie-Hexenmeister. Der arbeitet mit Pets. Der hat auch relativ guten Burst, indem er einfach so richtig heftige Pets ruft. Aber hat auch guten, konstanten Schaden, einfach weil die Pets die ganze Zeit deinen Gegner abfacken. Und dann haben wir noch den Gebrechenhexer. Der arbeitet über Schaden über Zeit, also über Seuchen. Und hat dementsprechend sehr, sehr wenig Burst. Aber overall mit am meisten Damage im Game. Also klar, auch hier, mal ist es so, mal so. Es gibt schon auch oft Zeiten, wo der Warlock einfach nicht der Beste im Damage ist. Aber rein von der Identität. Und in den meisten Metas macht der Seuchen-Warlock, der Affliction-Warlock quasi mit den meisten Damage im gesamten Game. Dann haben wir den Jäger. Bekannt als die einfachste Range-Klasse. Also wirklich jedem wird empfohlen, wenn ihr Anfänger seid und Range spielen wollt, spielt den Jäger. Der kann nicht interrupted werden. Während der Magier und der Hexer Klassen sind, die Zauberkasten, die man auch unterbrechen kann, kann man den Jäger quasi nicht unterbrechen, denn das sind keine Zauber, die der macht, sondern der schießt halt mit seinem Bogen irgendwo drauf. Da gibt es dann zum einen den Treffsicherheits-Back, das ist der stehen bleiben und casten möchte und dann extrem hohen Schaden macht, wenn er stehen bleiben darf und durchziehen darf. Also quasi ein Burst-Back. Und dann gibt es noch den Tierherrschaft-Jäger, der arbeitet, wie man schon hört, über Tiere, über Pets. Und das kann extrem nervig sein, weil der Jäger kann quasi sich hinter einer Säule verstecken, während seine 28 Pets dich komplett runterrennen. Und das ist halt schon extrem lustig, wenn man das richtig abused. Dann haben wir den Hufer. Das ist die neue Klasse, die es seit kurzem gibt. Auch meine Main-Klasse, by the way, auch wenn ich ihn als Heiler spiele. Sehr schwierig zu beschreiben. Also, was ihn wirklich ausmacht, ist der hohe Single-Target-Damage. Ist auch der BM-Hunter zum Beispiel, also du kannst alle deine Pets auf einen Gegner schicken und dann hast du sehr viel Single-Target-Damage. Der Evoker hat auch extrem kranken Single-Target-Damage und während des Bursts hat er auch extrem heftigen Burst, auch AOE. Aber wenn es um den konstanten Schaden geht, macht er vor allem eigentlich nur Single-Target-Schaden. Und der Evoker, der Rufer, hat gleichzeitig als zweiten Spec den einzigen Support-Spec im Game. Es gibt nur einen Spec, der selber eigentlich fast keinen Schaden macht, aber dafür den Schaden seiner Teammates extrem erhöht. Und das ist eben der zweite Drachenspec. Und im PvE soll der ganz cool sein. Also man spielt den tatsächlich, das ist irgendwo Meta. Aber im PvP ziemlich schlecht. Zumindest als ich vor einer Season noch gespielt habe, war das einfach nicht Meta. Dann haben wir den Schattenpriester. Gefühlt hat der von allem ein bisschen was dabei. Der hat Dots, er hat Burst, er hat Single Target, er hat auch AOE-Schaden. Was ihn wirklich ausmacht im PvP, ist einfach die Kontrolle. Er hat sehr, sehr viel CC, vor allem auf dem Heiler. Silence, Stun, 4, er hat wirklich alles. Aber dafür hat er auch extremst schlechte Mobility. Während der Drache zum Beispiel extrem gute Mobility hatte. So, das waren jetzt die klassischen Range-DPS, die es auch nur als Range-DPS gibt. Und dann kommen wir jetzt zu den Hybriden. Da haben wir einmal die Eule. Also ein Druiden-Spec, der sich in eine Eule verwandelt. Sieht auch zu geil aus. Also rein vom Style
ist die Eule so fucking nice anzuschauen. Die arbeitet über Dots sehr viel und was die Eule wirklich ausmacht, was sie auch von den anderen stark unterscheidet, weshalb sie auch sehr, sehr oft Meta ist, ist der insane AOE-Damage im PvE. Also der AOE-Damage ist wirklich fast unmatched und echt, echt heftig von der Eule. Auch so gut wie immer Meta im PvE. Im PvP dagegen auch oft Single-Target sehr gut dabei. Aber jetzt keine Klasse, die irgendwie super heraussticht. Dann haben wir den Elementarschamanen. Der hat zwar Dots und die sind auch extrem wichtig, die Dots. Ihr müsst euch das so vorstellen, den Hauptdamage dieser Klasse macht Lava Burst. Also quasi so eine Lavakugel auf den Gegner schmeißen. Und umso mehr Dots ihr aktiv habt, also umso mehr der Gegner euren einen Dot haben, umso öfters könnt ihr diesen Lavaball auf den Gegner draufschmeißen. So könnt ihr es euch vorstellen. Das heißt, ihr wollt quasi alles voll dotten, auch wenn es kaum Damage macht, und wollt dann die Lavakugel überall durch die Gegend schmeißen und das macht dann extrem viel Damage. Und macht auch übel Bock. Also hat richtig Laune gemacht, Ele Shami zu spielen. Arbeitet auch über Totems, so wie der Heilungsschamane, wie auch der Verstärkerschamane. Aber die Totems sind gameplay-technisch, ich glaube, nicht ganz so wichtig. Gut, dann gehen wir jetzt noch kurz auf Tanks und Heiler ein. Wie gesagt, ich gehe da nicht ganz so tief rein. Ich möchte euch nur kurz vom Prinzip die Identity erklären. Also alle Tanks können alles wegtanken, alle Heiler können alles entspannt wegheilen. Was die Meta angeht, scheißegal, aber die Identity ist halt schon da. Da haben wir zum einen den Blut-DK, der auch extrem bockt. Und vom Prinzip ist das die Klasse, die einfach sagt, ich bekomme viel Damage, aber dafür heile ich den Großteil dieses Damages auf alleine gegen. Nicht so tanky, aber heilt extrem viel selbst gegen. Deswegen, auch wenn ihr den quasi solo spielt und damit irgendwelche wilden Sachen machen wollt, der heilt einfach alles gegen. Ist ziemlich lustig für Solo-Content. Dann haben wir den Krieger-Tank, genau das Gegenteil. Der hat sehr wenig Heilung, aber hat dafür extrem viele Damage-Reduktions-Dinge. Das heißt, ihr müsst hier auch proaktiver sein, während der Blut-DK einfach sich hochhält, nachdem er Schaden genommen hat, müsst ihr als Krieger-Tank proaktiv eure Fähigkeiten benutzen, die den Damage reduzieren, bevor der Damage überhaupt reinkommt. Dann haben wir den Demon Hunter, macht sich auf jeden Fall bemerkbar über seine heftige Mobility, wie der andere Demon Hunter-Spec halt auch, und er hat dazu noch sehr, sehr viel Kontrolle. Also sehr, sehr viele Stunts, CC mit seinen Runen, mit denen er im PvE dann die Mobs abfuckt. Dann haben wir den Druidenbär. Der ist generell sehr ähnlich wie der Krieger. Er hat, glaube ich, mehr Heal als der Krieger und hat ähnlich wie der Krieger auch sehr viel Damage Reduction zur Verfügung. Dann haben wir den Paladin. Der ist wieder ähnlich wie der DK. Sehr, sehr viel Heilung. Und ich meine auch oft, dass der Paladin sehr, sehr viel Schaden hat. Das macht ihn auch ein bisschen aus. Der kann auch, statt zu heilen, kann er diese Ressource quasi benutzen, um noch mehr Schaden zu machen, was auch ganz lustig ist. Und dann haben wir den Monk. Keine Ahnung von Monk. Tut mir leid. Also gar keine. Null. 0,0 Ahnung von Monk. Wenn ich versuche, an den Monk zu denken, dann denke ich immer an Kragas von League. Keine Ahnung. Weil die irgendwie alle ein bisschen mit Bier und so skalieren. Dann haben wir noch die Klassenidentitäten der Heiler. Da haben wir zum einen den Holy Priest. Lange Casts, wirklich der klassische Heiler. Drückt seine Fähigkeiten und heilt dich. Dann haben wir den Disziplinpriester. Der hat eine ganz klare Identität. Der heilt nämlich über Schilder und über Schaden. Der heilt quasi über alles, außer über normale Heilung. Also ihr müsst über Schilder quasi proaktiv wissen, jetzt kommt Schaden, jetzt schilde ich. Und dann müsst ihr, nachdem dann die Schilder langsam runterbrechen, müsst ihr anfangen mit eurem Schaden, der quasi zu einem Prozentsatz heilt, dann den Schaden wieder wegzuheilen. Sehr, sehr kompliziert, für Anfänger vermutlich nicht zu empfehlen. Dann ist es so, dass der Priester, egal welcher Spec, sehr wenig Mobility hat. Sehr, sehr wenig Mobility. Im PvP deswegen auch ein bisschen tricky. Wenn die Leute dich runterrennen, rennen sie dich halt runter. Dann gibt es den Druiden. Der heilt über HOTS, Healing over Time. Das heißt, da musst du auch sehr proaktiv sein. Du musst ahnen, okay, gleich kommt Schaden rein. Also mache ich jetzt 3-4 Healing over Time Effekte auf den drauf und dann heilen die den quasi gegen. Dadurch ist er aber auch extrem effizient. Also die Heilung an sich ist extrem hoch, wenn sie richtig platziert wurde. Und der Druide, so wie alle Druiden, hat extrem hohe Mobility. Die Eule selbst, die hat keine Mobility, okay.
aber der Highlight-Druide hat sehr, sehr gute Mobility. Dann haben wir den Paladin. Der macht sich eigentlich aus, dass er sehr viel über Instants heilt. Während alle anderen Heiler relativ gerne stehen bleiben und was casten, möchte der Paladin einfach durch die Gegend laufen und Instants drücken, zunehmend heil. Dazu hat er im PvP extrem krasse Buffs. Also er kann quasi Immunitäten verteilen gegen Slows, gegen Roots, aber auch gegen Damage. Also sehr, sehr wild. Dafür aber auch nicht so viel Heal-Output. Also er muss seine Immunitäten auch schlau benutzen, sonst hast du ein Problem im PvP. Dafür hat er auch wieder relativ wenig Mobility, muss man sagen. Also auch Palas werden ganz gerne mal runtergerannt in der Arena. Dann haben wir den Shami. Der arbeitet sehr, sehr viel über Totems. Das heißt, du musst Dinge auf dem Boden platzieren, die dann jedem helfen, der quasi in Range von diesem Totem ist. Du kannst das Totem auch durch die Gegend schieben, aber nicht unendlich oft. Das heißt, in dem Moment, wo die Leute aus deinem Totem rauslaufen, hast du ein Problem. Dazu hat er wenig Mobility, weshalb es schon immer in WoW ein Meme war, Train the Blue. Der Shami ist so der eine Heiler, der am meisten runtergerannt wird von allen Heilern. Das kann man vermutlich so sagen. Aber wie ihr schon rausgehört habt, sehr, sehr viele Heiler haben diese Schwäche so ein bisschen, dass man sie einfach runterrennen kann. Deswegen ist bei Heilern das Positioning ziemlich wichtig, dass ihr einfach hinten steht und euer Team dann nicht trollt, sondern die punisht, die quasi zu weit nach vorne gehen. Dann gibt es den Monk. Der heilt rein, was die Identität angeht, entweder mit einem Spec über seine Fäuste. Also der heilt tatsächlich in einem Spec komplett über Damage. Da ist auch ziemlich egal, was ihr noch so macht. Ihr müsst einfach insane Damage machen. Dann heilt ihr auch insane viel. Dazu, wie er eigentlich designt wurde, heilt er aber über einen kanalisierenden Strahl. Quasi das Gegenteil. Ihr müsst stehen bleiben und einen Strahl kanalisieren. Und dafür, während der Strahl aktiv ist, heilt ihr unglaublich viel. Also ihr könnt nicht killen. Ihr könnt während diesem Strahl legit nichts killen. Aber dieser Strahl kann unterbrochen werden. Wenn er dann unterbrochen wird, seid ihr halt komplett am Arsch. Und das war auch der Grund, weshalb der Monk oft nicht Meta war, weil einfach dieser Strahl so einfach zu unterbrechen ist, weshalb dann auch dieser andere alternative Spec überhaupt eingeführt wurde. Dazu sehr, sehr, sehr hohe Ability. Also der kann so wie der andere Monk auch durch die Gegend rollen, sich durch die Gegend porten. Also sehr, sehr krasse Mobility. Und dann haben wir den Ruferheiler, den Evoker, mein aktueller Main. Rang 120 EU West war ich mit diesem fucking Evoker. Der heilt in einem kleinen Bereich vor sich ganz, ganz viel. Also er hat extrem effiziente Heilung, wenn du es schaffst, alle quasi in deine Range zu kriegen. Hat dafür aber deutlich weniger Range als alle anderen. Die anderen können einfach ihre Ziele anklicken. Der Evoker muss seine Ziele für seine großen Heilungen treffen, was nicht immer praktisch ist. Dazu ist das Theme um ihn rum eigentlich das Zeit-Zurückdrehen-Theme. Es gibt zum einen einige Fähigkeiten, die einfach sagen, ein Prozentsatz von dem, was du gerade an Schaden genommen hast, heilt dieser Skill. Das heißt, das ist ein reaktiver Skill. Und dann gibt es aber auch tatsächlich ganze Speicherungen von Heilungen. Also ich kann quasi sagen, meine nächsten 3 Heilungen werden gespeichert. Und das ist wieder was Proaktives. Du musst zum richtigen Zeitpunkt sagen, speichere meine Heilung. Dann hast du ein paar Sekunden Zeit, sie zu reaktivieren. Das ist halt sehr, sehr, sehr proaktiv. Kann aber einfach am Anfang vom Game gemacht werden und dann auf Cooldown. Also ist jetzt nicht die Kunst, das umzusetzen. Das war's mit den Klassen. Ich hoffe, das war detailreich genug und nicht zu detailreich, um euch komplett wegzuflashen. Und wir gehen jetzt über in das Thema Levelphase. Wie ich schon vorhin meinte, Levelphase dient wirklich nur dazu, ins Endgame zu kommen. Wir reden hier von, keine Ahnung, 10 bis 15 Stunden, also nichts zu krasses. Und sonderlich spaßig ist es auch nicht, aber es macht auch nicht komplett gar keinen Spaß. Also kann man schon machen, man lernt dabei auch ein bisschen seine Klasse kennen und so. Hat schon seine Vorteile. Die letzten 10 Level ziehen sich. Aber während den letzten 10 Leveln lernt ihr auch am meisten. Und dann habt ihr den Großteil eurer Fähigkeiten. Das heißt, ihr könnt dann wirklich anfangen, eure Klasse auch zu lernen. Wichtig ist hier noch die Main Storyline. Für die letzten 10 Level beginnt für euch die Main Storyline des aktuellen Addons. Und diese Storyline sollte man immer bespielen. Zum einen erklärt die einem, wie das Spiel funktioniert, wie die Story des aktuellen Addons ist. Und zum Teil
braucht ihr die einfach, um Rewards zu kriegen. Also diese Storyline geht manchmal auch weiter im Endgame noch und dann kriegt ihr da quasi Equipment gedrückt oder irgendwelche komischen Sachen, die ihr halt braucht. Also die Storyline lohnt sich schon, einfach mitzunehmen. Das war's dann schon mit dem Thema Levelphase und jetzt kommen wir ins Endgame. Das ist jetzt wirklich das, wo das Spiel beginnt für euch. Also hier beginnt der ganze Grind, sag ich mal. Hier versucht ihr immer besser zu werden und so weiter. Ungefähr 90% der Spieler, schätze ich mal, spielen eigentlich nur PvE. Deswegen ist PvE auch extrem gut gebalanced, extrem gut gemacht. Geile Raids, geile Dungeons, wirklich das wahrscheinlich beste PvE-MMORPG, was es überhaupt gibt. Das Endgame hier sind einfach 5-Mann-Dungeons sowie Raids mit Gruppengröße X. Also die Raids skalieren quasi auf eure Gruppengröße, während die Dungeons eigentlich alle 5-Mann-Dungeons sind. Beides läuft parallel. Normalerweise sieht das so aus, dass ihr einfach eine Gilde habt. Die Gilde läuft dann 1-2 Tage die Woche Raids zusammen und dann allen anderen Tagen lauft ihr einfach in kleineren Gruppen halt Dungeons und füllt dann die Gruppen entsprechend manchmal auf mit Randoms und so weiter. Ganz wichtig ist hier zu verstehen, diese Dungeons und Raids haben nicht einen Schwierigkeitsgrad, den ihr einmal cleart, Thema erledigt, sondern das sind quasi sich wiederholende Dungeons und Raids, die immer im Schwierigkeitsgrad steigen. Das heißt, umso höher der Schwierigkeitsgrad ist, umso besser ist der Loot, ist das Equipment, was ihr bekommt. Und wenn ihr dann mal stark genug seid, geht ihr einfach in die nächste Schwierigkeitsstufe. Ist auch so, ihr müsst jetzt nicht 10 Wochen einen Schwierigkeitsgrad farmen, um stark genug zu sein für den nächsten Schwierigkeitsgrad, sondern der nächste Schwierigkeitsgrad ist vor allem deswegen schwieriger, weil die Mechaniken vom Boss noch schwieriger werden. Normalerweise reicht Damage und Heal schon aus, sage ich mal, für einiges, aber die Bosse werden einfach pro Schwierigkeitsgrad immer, immer heftiger. Bei den Dungeons kann der quasi endlos steigen, der Schwierigkeitsgrad. Das heißt, sagen wir, ihr fangt an bei einer Dungeon plus 0. Ihr cleart die Dungeon ganz entspannt, sind auch wirklich nicht schwer, plus 0er Dungeons. Und dann bekommt ihr auf einmal einen Key, mit dem könnt ihr eine plus 3er Dungeon betreten. Dann nehmt ihr eure Gruppe oder ihr baut eine neue Gruppe und geht in die plus 3er Dungeon rein. Die wird dann schon deutlich schwieriger. Sagen wir, ihr schafft die. Ihr schafft die gerade so, dann bekommt ihr, keine Ahnung, plus 1. Das heißt, ihr könnt danach eine plus 4er Dungeon betreten. Und so geht das quasi immer weiter. Ihr könnt die Dungeons auf immer höheren Schwierigkeitsgraden betreten, solange ihr den vorherigen Schwierigkeitsgrad in einer bestimmten Zeit geschafft habt. Also ihr könnt jetzt nicht einen plus 5 Dungeon machen, für den 2 Stunden brauchen, 100 Mal rumwipen und dann erwarten, dass ihr einen plus 6er gehen könnt. So läuft es leider nicht. Was heißt leider? Gott sei Dank läuft es so nicht. Parallel läuft beim Raid eben genau das Gleiche. Da gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsgrade und am Ende des Tages solltet ihr am besten beides machen und dann habt ihr so ein bisschen Equipment vom einen, ein bisschen vom anderen. Und so kommt ihr dann immer Stück für Stück voran. Der Raid wird einfacher, weil ihr das Dungeon-Equipment habt. Die Dungeons werden einfacher, weil ihr das Raid-Equipment habt. Und so kommt ihr als Gilde immer sehr, sehr gut voran oder als Gruppe. Dazu ist es so, dass ihr immer wöchentliche Belohnungen bekommt. Diese Belohnungen sind anhand der höchsten Schwierigkeitsgrade im Raid Mythic Plus, also Dungeons oder PvP. Und dann könnt ihr euch quasi eure Belohnungen aussuchen. Und wichtig ist hier auch zu wissen, die skalieren nach oben. Das bedeutet, wenn ihr jetzt normal Equipment farmt, auf dem Level von, sagen wir, plus 10er Dungeons, dann ist die wöchentliche Belohnung nicht auf dem Level der plus 10er Dungeon, sondern noch höher. Keine Ahnung, vielleicht plus 12 oder so. Das heißt, ihr bekommt alleine deswegen schon immer übel geile Items einmal pro Woche gedrückt und alleine dadurch schon extrem nice Progress, vor allem, weil ihr auch immer von mehreren auswählen könnt. Das heißt, ihr könnt euch in der Regel immer eins raussuchen, wo ihr aktuell ein recht schlechtes Liegen habt. Und dann habt ihr halt gleich dicke, dicke Upgrades. Dazu ist es so, dass die Items erhöht werden können. Also die können verbessert werden anhand eures aktuellen Fortschritts. Sagen wir, ihr habt jetzt noch ein paar Items, die so auf dem Wert von plus 3, plus 4 sind. Aber ihr fangt eigentlich gerade schon an, plus 10er Dungeons zu laufen. Dann könnt ihr die upgraden. Dann weiß das Game, okay, eigentlich gehört ihr Richtung plus 10 und dann könnt ihr die einfach upgraden und dann werden die stärker und dann seid ihr schon relativ schnell nicht mehr bei plus 10, sondern direkt plus 12, plus 13 und seid schon da am Laufen. Und entsprechend, wenn euer Equipment besser wird, wird euer Damage und eure Heilung auch immer besser. Oder als Tank auch eure Tankiness, weil ihr einfach mehr Rüstung und Co. bekommt. Und das war's eigentlich so grob zum PvE.
Wie gesagt, das ist der meistgespielte Game-Mode. Die Leute feiern es komplett. Es gibt wahrscheinlich kein einziges MMO, was ein so gutes Endgame-PvE hat. Und ich würde jedem ans Herz legen, das zu spielen. Auch wenn ich persönlich zum Beispiel ja nur PvP-Spieler bin. Also ich spiele kein PvE. Ich habe es mal gemacht. Mir macht PvP einfach mehr Spaß. Ich muss mich mit anderen battlen. Ganz wichtig beim PvE ist noch, ihr habt auch hier wieder eine Wertung. Umso höher eure Dungeons gelaufen werden, bekommt ihr immer für die höchste gelaufene Dungeon eine Wertung. Für alle Dungeons, die gerade im Pool sind, sagen wir, es gibt gerade 7 verschiedene Dungeons, dann habt ihr für jede Dungeon quasi eine Wertung und dann, damit ergibt sich dann eine Gesamtwertung und anhand von der messt ihr euren Progress. Das und parallel euer Item-Level, also euer Equipment. So kommt ihr quasi im Game voran. Und irgendwann gibt es dann auch so Erfolge wie den Keystone Master. Wenn ihr alle Dungeons plus 15 gelaufen seid, bekommt ihr einfach einen Erfolg, einen Mount und so. Und das sind halt die Ziele, auf die die Leute hinarbeiten. Zum Thema PvP. Es gibt hier 2 gegen 2 und 3 gegen 3 Arenen, sowie 10 gegen 10 bis 40 gegen 40 Schlachtfelder. Diese Brackets könnt ihr zum einen alleine anmelden und kommt dann mit irgendwelchen Randoms zusammen. Ihr könnt sie aber auch mit euren Teammates schon anmelden und dann einfach mit euren Freunden spielen. Dann ist es so, dass es für 3 gegen 3 Arena gibt es die Solo-Queue-Variante, also dass ihr Solo anmelden könnt und das nennt sich dann Solo-Shuffle. Man könnte sich jetzt denken, ja boah blöd, was ist, wenn die anderen einfach die besseren Leute bekommen haben? Genau das können wir ausschließen, denn in der Solo-Shuffle-Variante seid ihr quasi 6 Spieler und ihr spielt immer in verschiedenen Konstellationen alle mal gegeneinander, 6 Runden lang. Das heißt, jeder hat quasi in jeder Constellation mal gegen die Gegner gespielt und so könnt ihr nicht sagen, oh meine Teammates waren zu schlecht. Nein, denn die gleichen Teammates waren ja auch im Gegnerteam. Das heißt, da zählt wirklich nur eure Leistung. Und das ist ein extrem geiles Bracket. Auch wenn der ein oder andere ein bisschen tiltet, liegt halt nur daran, dass ihr halt schlecht seid. Generell gilt hier immer eure eigene Klasse zu lernen, ist extrem von Vorteil. Ihr wollt so viel Schaden und Heilung machen wie nur irgendwie möglich. Das heißt, der Fokus muss immer erstmal darauf liegen, dass eure eigene Klasse sehr, sehr gut gespielt wird. Und danach könnt ihr langsam gucken, ein bisschen über die anderen Klassen rauszufinden, ein bisschen zu verstehen, was die so machen, um die zu counterplayen. Aber generell, wenn ihr eure eigene Klasse im Griff habt, läuft das Spiel sehr gut. Im PvE ist es natürlich noch ein bisschen leichter. Im PvE müsst ihr nicht 28 andere Klassen lernen, sondern im PvE müsst ihr halt nur ein paar Boss-Mechaniken und so weiter lernen. Während ihr im PvP das Skill-Ceiling habt, quasi alle Klassen verstehen zu können, um alles perfekt zu counterplayen. Ist aber natürlich nicht so schlimm wie in League. In League müsst ihr ja quasi alle Fähigkeiten verstehen. Ihr müsst die Range von jeder Fähigkeit wissen. Ihr müsst das All-In-Potential von allem wissen. In WoW wirklich nicht mal im Ansatz so schlimm. Ihr fahrt euer Ding, ihr lernt ein bisschen, okay, wann gehe ich rein, wann nicht. Und fertig. Also es ist nicht mal im Ansatz so schwierig zu lernen wie zum Beispiel League of Legends. Natürlich skaliert im PvE und im PvP alles komplett auf euer Equipment. Das heißt, es dreht sich schon darum, dass ihr das beste Equipment bekommt. Aber wie gesagt, euer Skill ist wichtiger. Denn wenn das Skill da ist, dann läuft es einfach von alleine und das Equipment kommt von alleine, wenn ihr einfach Games spielt. Ihr müsst ja nicht mal Games gewinnen, um Equipment zu kriegen. Ihr kriegt auch so Equipment hinterhergeschoben. Und ja, der Fokus sollte immer darauf liegen, dass ihr eben im Spiel besser werdet. Als Anfänger ganz klar, schaut euch einen Guide für eure Klasse an. Ganz, ganz wichtig, dass ihr zumindest schon mal mit den richtigen Talenten und Co. reingeht und dann entsprechend könnt ihr es durchziehen. Im PvP ist es sogar noch einfacher, da könnt ihr einfach in die Ladder reinschauen, quasi in die Rangliste, euch den besten Spieler rausziehen und dem seine Skillung kopieren und fertig. Bringt euch meiner Meinung nach sogar noch mehr als irgendeinen Guide zu schauen. Und ganz, ganz wichtig, ganz am Ende, ihr solltet immer versuchen, Freunde zu finden im Game. Alleine macht es einfach keinen Spaß. Ihr wollt Freunde haben, ihr wollt Teammates haben, mit denen ihr regelmäßig spielen könnt. Zusammen kommt ihr viel besser voran. Es ist wirklich ein gigantischer Unterschied. Meine Kumpels und ich, wir waren echt nicht krass und irgendwann haben wir einfach gegen die besten Teams Europas gespielt. Also es ist wirklich, wirklich heftig, dass man einfach zusammen lernen und wachsen kann. Dazu, wenn ihr das natürlich alles ein bisschen beschleunigen wollt, lohnt es sich extrem, einfach einen reinzuholen, der Ahnung hat. Also wenn ihr selbst
alle noch recht am Anfang seid, holt euch einfach einen dazu, wie auch immer ihr den bekommt, holt euch den dazu und der kann euch quasi alle teachen gleichzeitig. Also es bringt extrem viel, einfach einen dabei zu haben, der Plan hat. Und dann komme ich auch zum Ende des Videos mit The War Within, dem nächsten Add-on, das jetzt kommt, Ende August, werde ich wieder extrem einsteigen in WoW. Ich werde morgens immer streamen und ich biete meinen Zuschauern, meinen Subs an, dass ich eben mit euch queue, also ich als Heiler, und dann kann ich euch so ein bisschen das Game heranfühlen, was PvP angeht. Das biete ich an. Jeder, der möchte, kann mit mir PvP spielen, was 3 gegen 3 Arena angeht. Und ihr könnt euch jederzeit gern melden. Ich streame zwar nur morgens, aber ein bisschen Arena spielen könnte man auch mittags, nachmittags oder abends oder am Wochenende. Alles entspannt. Damit hoffe ich, das Video hat dem einen oder anderen gefallen, hat bestimmt dem einen oder anderen dann auch geholfen. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr das Spiel so spielen wollt, ob ihr vielleicht mal Bock habt, eine Runde PvP mit mir zu spielen. Und man sieht sich dann im Solo-Shuffle. Haut rein, ade vache. Like und subscribe. Ich muss auf 1000 Abos kommen, um Geld zu verdienen. Danke.